Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark mit Lizzie auf Interloper. In The Long Dark mit Lizzie auf Interloper. Wahlstation, Lagerhalle verlassen, Gedönse, Scheißen, Dreck, Hirsch. So, in der letzten Folge haben wir versucht, einen Hirsch zu jagen. Wir haben ihn auch getroffen. Zweimal. Aber der Hirsch hat sich gedacht, ja, weiß ja, Klaus. Ich lass mich doch nicht von dir einfach abschießen. Ich laufe einfach weiter. So, und wir gehen jetzt mal gucken. Es ist jetzt quasi in-game eine Nacht vorbei, was deutlich hätte ausreichen müssen, um den Hirsch wirklich sterben zu lassen, wenn er denn sterben wollen würde, wollte. Und das bedeutet zwangsläufig, dass wir theoretisch einen Kadaver irgendwo hätten haben müssen. Das Ding ist, da vorne sind drei Hirsche und ich befürchte, das sind genau die drei, die auch vorher da waren. Was mich dazu führt, dass ich sage, ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, ja, er lebt noch, deine Pfeile sind weg, du Depp. Denn es ist nirgendwo ein Hirschkadaver zu entdecken. Und ganz ehrlich, das ist wirklich ärgerlich. Denn zwei Pfeile sind weg. Und ganz ehrlich, habe ich letzte Folge schon gesagt, am Ende der letzten Folge. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass mindestens der zweite Schuss, nein, eigentlich nur der zweite Schuss, weil der erste Schuss ist ins Bein gegangen, aber der zweite Schuss hätte den Hirsch sowas von erlegen müssen. Hatte aber offensichtlich nicht. So. Ist jetzt leider so. Wenn irgendjemand von euch den Kadaver entdeckt haben möchte, das gibt's doch nicht. Ohne Witz. So. Wo sind meine Pfeile hin? Jetzt habe ich aber die Faxendicke hier. Da ist einer. Irgendwo muss aber hier noch ein zweiter sein. Da. Das gibt es doch nicht, ey. Vermaledeite Schönheit. Ich habe durch den Hirsch geschossen. Habt ihr das gesehen? Komm bloß nicht wieder in meine Nähe hier. So. Ich werde jetzt hier ein Feuer machen müssen, denn ich muss mindestens das Rehleder haben. Da komme ich nicht drum rum. Das Rehleder muss ich haben. Wir haben nämlich nicht mehr viele Rehleder. Also hier haben wir gar keine mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir an der Küstenstraße noch ein oder zwei Rehleder hatten. Hilft aber nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Rehleder hier. Und dann werde ich auch mit der Hirschjagd einstellen. Ne? Das ist ja echt ein Grauen, ey. Das war echt nicht gut, ne? Ich weiß das selber, aber... Ich finde nach wie vor Hirsche jagen mit... Mit Pfeil und Bogen finde ich echt schwer. Finde ich nach wie vor wirklich sehr schwer. Ich tue mich da zumindest sehr, sehr schwer mit. So, das hilft nicht. Ich werde jetzt das Alphons hier reinballern. Ich kann jetzt nicht auf die Kohle warten, denn wir sind schon unterkühlt und haben echt schon viel Zustand verloren. Relativ viel Zustand verloren, aber das kann ich jetzt nicht noch hier weiter so machen. Ich werde das mit der Hand machen. Und ich muss auch jetzt hier wieder gucken, dass ich das möglichst einzeln mache. Das mache ich mit dem Messer. Damit ich die Temperatur im Auge behalte und immer mal wieder aufs Feuer gucken kann auch. So, einen dieser beiden Hirsche habe ich erneut getroffen. Ne? So, und ich werde das jetzt hier
in Kiloschritten machen. Was hoffentlich immer ausreicht. Gucken wir mal. Also, gerade ist alles im grünen Bereich. Da müssen wir nichts befürchten. Zumindest einen Hirsch bekommen, ne? Das ist letztendlich die Hauptsache. So, und jetzt können wir die Zeit hier draußen wieder ein bisschen nutzen, um dem Lagerkoller ein bisschen entgegenzuwirken. Was durchaus auch in Ordnung ist. Und wir werden das Fleisch jetzt hier am Feuer auch zurecht braten. Wenn wir denn die Gelegenheit dazu haben, sollten wir das nämlich wirklich tun. Warum klicke ich dann immer wieder drauf? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das noch brennt. Also ob das noch lang genug brennt. Ach, ist das ärgerlich, ey. Okay, abhaken, ne? Können wir jetzt nichts gegen tun. Die beiden Hirsche da hinten halten sich auch tapfer. Einen von den beiden habe ich schon angeschossen, ne? Oder zumindest durch ihn durchgeschossen. Das Ding ist ja eigentlich auch, was ich mir gerade überlege, ich müsste wirklich, eigentlich müsste ich die Situation hier ausnutzen, ne, dass wir noch am Desolation Point sind und eigentlich müsste ich die beiden Hirsche da jetzt versuchen zu schießen noch. Aber boah, die stehen auch so günstig. Jetzt eine Bazooka, ne? Bam! Dann werden die Hirsche auch direkt zerlegt. Klaus, jetzt erzählst du wieder Quatsch, ne? Manchmal bist du auch doof. Aber nur manchmal. So, also mir ist klar, wir müssten die jetzt nicht unbedingt braten, aber das Feuer brennt jetzt einmal. Hab das ja schon mehrmals erklärt, ne? Und es macht einfach Sinn, das Zeug dann auch hier, wenn man gerade im Freien ist, ein brennendes Feuer hat. Dann macht es einfach Sinn, das Zeug auch hier wirklich zu garen, um dem Lagerkoller entgegenzuwirken. Das ist einfach so. So, und dann sehe ich jetzt wahrscheinlich wieder vom Plan ab, in die Kirche zu gehen, das Wasser zu holen. Denn wenn wir jetzt hier gerade mal ein Feuer am Brennen haben, macht es auch eigentlich Sinn, das Feuer hier zu nutzen, um wieder Wasser zu kochen. So, wenn einer von den beiden Hirschen jetzt da hinten stirbt, während wir hier braten, dann ist das eigentlich relativ blöd, denn das Feuer ist dann viel zu weit weg, um den Hirsch da hinten effektiv dann auseinanderzunehmen. Ne? Also das Wetter scheint sich gerade sehr wacker zu halten. Rein theoretisch sind es auch nur 16 Grad minus. Rein theoretisch ist es aber so, dass wir jetzt Sturm haben. Und das ist natürlich... Eieiei, schlimmer hätte es nicht kommen können. Ich muss jetzt gucken, dass wir schnellstmöglich in die Riken kommen. Und die müsste da irgendwo sein. Da. Fuck. Das ist so ein Sturm, ne? Also so ein Garvorgang Fleisch dauert 20 Minuten. Und innerhalb von 20 Minuten... haben wir so einen Wetterwechsel jetzt gehabt. Was Gott sei Dank nicht zu übermäßigem Verschleiß unserer Klamotten geführt hat. Zumindest nicht von unseren Handschuhen, Stiefeln und von der Hose. Und das ist ja zumindest schon mal nicht so schlecht. So, wir haben leider das Fleisch nicht komplett gegart gekriegt. Ne? Das ist aber eigentlich kein Problem. Das Feuer hat seine Dienste getan. Das war okay. Das hätte durchaus schlimmer kommen können. Wir sind allerdings jetzt auch ein bisschen überladen. Ne? Und das führt mich dazu, dass ich mal ein bisschen tiefer hier reingehe und mich jetzt hier doch nochmal pass auf, 3 Stündchen hinlege. Ja, 3 Stündchen. Vielleicht reicht das schon, damit der Sturm danach vorbei ist. Man weiß es nicht. Ja, guck mal, das hat doch super gereicht. So. Aufhebe. Kein Lagerkollerrisiko. Sensationell. Sensationell. So, dann gehen wir nochmal raus und gucken mal.
Da hinten ist das Lagerfeuer. Minus 14 Grad. So, ich muss jetzt natürlich nochmal schauen, ob einer von den beiden Hirschen noch gestorben ist. Also deswegen gehe ich jetzt hier gerade nochmal rum. Aber die Hirsche scheinen sich auch hier in Luft aufgelöst zu haben, mal wieder. So, ich werde hier einmal um die Insel rumgehen. Gucken, dass ich ein bisschen höheren Aussichtspunkt erwische. Minus 13 Grad, dann kriege ich das noch ein bisschen wärmer hin. 58 Minuten, das dauert eigentlich zu lange, ne? Auch bei minus 13 Grad dauert das eigentlich zu lange. Aber Wind, also da gerade kein Wind ist, kriegen wir keinen windgeschützten Bonus. Okay. Hilft nicht. Hilft überhaupt nicht. Die Hirsche haben sich in Luft aufgelöst. Dann ist halt keiner von den beiden gestorben. Mal wieder ein Pfeil. Achso, nee, warte mal. Den haben wir ja nur gestriffen. Also der Pfeil ist dann doch nicht verloren gegangen. Und es scheint sich Nebel aufzutun. Herr Klaus, wie kommt's denn darauf? Okay, abhaken. Wir haben einen Hirsch bekommen. Das war das, was wir wollten. Das ist in Ordnung. Und jetzt ist echt so die Sache, wir könnten uns jetzt nochmal dem Wolfspelzmantel widmen. Ne? So langsam, aber sicher. Könnten wir das tun? Was liegt denn da? Liegt da irgendwas? Da muss der Klaus aber mal gucken. Laufen, gucken. Gucken, laufen. Ne, da liegt nichts. Arschloch, Eisscholle da. Was soll ich sagen? Hibernia, Verarbeitungsstation. Also anstatt auch die erlegten Tiere hier einfach da so vor die Station laufen, weil hier ist es windgeschützt, hier kann man sich ausruhen, das wäre eigentlich auch ein perfekter Ort, um zu sterben. So kalt. So, ich werde das Fleisch hier dann mal reinlegen. Werde mir jetzt hier nochmal 2 Kilo Bär rausnehmen. Ja, guck mal, das passt ja gar nicht. Mit den 2 Kilo Bär. Das war erstmal wurscht. Es reicht, um uns voll zu machen. So, das Wasser ist jetzt weg. Jetzt ist die Frage. Ich muss mir jetzt hier nochmal ein bisschen Altholz besorgen. Denn ich muss mir jetzt zwangsläufig hier nochmal ein bisschen Wasser machen und ich werde, ganz ehrlich, ich werde den Hammer benutzen. Ich habe ein bisschen Angst um die Werkzeuge. Auch wenn das rein technisch natürlich noch ein bisschen zu früh ist, aber ich mache das lieber mit dem Hammer. Bei dem Hammer habe ich einfach eine bessere Möglichkeit, den zu reparieren. Und die 6 Minuten, die das jetzt hier bei der Bank länger dauert, sind mir relativ egal. So. Und jetzt werde ich hier im Dunkeln mal runtergehen an die Feuertonne. Und mir erstmal. Nee, ich gehe erstmal hier an die Schublade. Ich werde erst mich um den Wolfspelzmantel kümmern. So. Ich werde das so lange machen, wie es geht. Ne? Also bis das Licht ausgeht quasi. So. 28,05 Stunden haben wir noch übrig. Warte mal. Wo bin ich? Da, Werkbank, Schublade. Das Material werde ich natürlich da wieder reinschmeißen. Getrocknet, getrocknet. Getrocknet, getrocknet. Schmeiße ich mit da rein. Ist mir wurscht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, finde ich die Feuertonne? Ja, sehr schön. So, ich muss einen Stock benutzen zum Anmachen. Mit einem Altholz wird es wahrscheinlich nicht reichen und dann muss ich mir dringend ein bisschen Wasser machen, bevor wir uns zum Schlafen hinlegen. Es ist fast schon ein bisschen stressig gerade, ne? Mit dem Hirsch und wir müssen uns jetzt irgendwie, wir müssen schauen, dass wir uns noch ein paar Pfeile hergestellt kriegen, auf jeden Fall.
Ob wir das jetzt zwangsläufig hier im Desolation Point noch machen müssen, sei mal dahingestellt. Ich würde eigentlich gerne versuchen, zumindest den Wolfspelzmantel hier noch fertigzustellen. Und das ist die Frage, ob wir das hinkriegen. 28 Stunden ist halt echt kein Zuckerschlecken. Muss man mal so sagen. Komm, wurscht. Wir machen uns 5 Liter Wasser. Müsste punktgenau ausreichen. Sehr schön. So, dann können wir auch nochmal den Happen-Wolf-Bär zu Ende essen. Ein bisschen trinken. So. Kein Lagerkollerrisiko. Sehr schön. Das wiederum. Oh, warte mal, jetzt muss ich mich orientieren. Das ist die Werkbank, sehr schön. Das ist echt hier, finde ich das nicht so einfach. Also, ich sehe so ein paar Umrisse, ne? Habe ich auch schon oft erwähnt. Die Softboxen steuern jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass ich hier super viel sehen kann. So, ich werde das auf 10 Stunden schlafen stellen. Dann sollten wir komplett ausgeruht aufwachen und es sollte auch eigentlich schon hell sein. Perfekt. Kein Lagerkollerrisiko. Auch perfekt. So, und erneut habe ich mal wieder vergessen, das Zeug zum Trocknen rauszuschmeißen. Das macht aber nichts. So, da haben wir doch unser Rehleder. Sehr schön. Die Windgeräusche sagen mir, ich gehe jetzt gerade mal nicht raus. Reparaturtechnisch sieht das soweit erstmal bei uns ganz gut aus. Achso, ich wollte gucken, wie viele Pfeile wir noch haben. 5 Stück. Ja, also das reicht uns erstmal. Das reicht uns erstmal. Den Hammer raus. Erneut. Warte, hier. So, zack. Das ist okay. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir haben jetzt schon wieder kein Altholz mehr, ne? Und die Antibiotika vergammeln hier, also die beiden Medikamentendosen vergammeln hier vor sich hin. Aber was soll ich tun, ne? Also, ich meine, ich verletze mich gerade nicht. Ich könnte natürlich meine Lebensmittelvergiftung hervorrufen, ne? Aber das ist eigentlich auch völliger Quatsch, das zu tun. Also, dann vergammeln die Medikamente halt im Zweifel. Also, wir haben super viel Material, um uns auf jeden Fall noch neue Pfeile herzustellen. Das heißt, da müssen wir eigentlich gerade gar nicht großartig handeln. Ich werde jetzt gerade nochmal rausgehen und werde mir nochmal ein Kilo Bärenfleisch holen zum Essen. Minus 27 Grad. So. Rapzap. Voll laut hier. So, das können wir dann auch nochmal direkt essen. So, im Allgemeinen geht es uns echt gut. Und gefühlt haben wir das mit dem Lagerkoller auch ganz gut in den Griff bekommen bisher, ne? Kadaver zerlegen ist auch fast auf Level 5. Also fast. Man weiß ja selber, ne? Das ist auf jeden Fall, wenn wir das auf Level 5 kriegen, haben wir auch echt viel geschafft, ne? Weil wir dann einfach beim Kadaver zerlegen relativ viel Zeit sparen. Ne? Also ne, 20% schnelleres Zerlegen. Ich weiß nicht, ob das auf 25 oder auf 30% wächst oder ob das überhaupt noch wächst, aber dennoch ist es einfach ein Vorteil. Ne? Und ich glaube, das hier wächst auf 100%, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Läuft aber bei uns. 89 Tage, 9 Stunden. Also wir nähern uns der 100 Tage und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, wie ich finde. Ne, das wollte ich nicht. Die Rehhaut mal ein bisschen abstrahieren. So, wir sind jetzt gleich bei 20 Minuten. Draußen ist Sturm. Wir sind topfit. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wolfspelzmantel.
Ich werde jetzt nochmal 3 Stunden Wolfspelzmantel machen. Wo ist er? Da. Oh, wir brauchen... natürlich brauchen wir noch Wolfspelze. Die wären zumindest sehr, sehr angenehm. Ich werde nochmal 3 Stunden machen. In der Hoffnung, dass vielleicht dann der Sturm einfach nachgelassen hat. Was er natürlich nicht tut. Kein Lagerkollerrisiko. Pass auf, dann werden wir nochmal 1 Stunde machen. Ja, und das reicht mir. Dann haben wir nochmal 4 Stunden Wolfspelzmantel gemacht, was echt okay ist und mir aufgrund des Lagerkollerrisikos einfach jetzt dann auch reicht. Das reicht mir sowas von. Kein Lagerkollerrisiko. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Oh, hallo, na? Ich gehe mit meiner Getränkedose und meine Getränkedose mit mir. Ich hab da was Dickes in der Hose. Oh, warte mal, das war falsch. Getrocknet, frisch. Weg. Klaus, was singst denn du da? Das ist ja ekelig. So, also Därme haben wir auch gut auf Vorrat. Jetzt gilt es hier nochmal ein bisschen Wasser zu trinken. Wir gehen uns nochmal ein Kilo Fleisch holen. Da draußen. Und ja, dann ist echt die Frage. Ne? Ich glaube, je nachdem wie kalt es jetzt ist, werde ich mich vielleicht nochmal in die Schneehütte setzen. Minus 19 Grad, das ist ja fast perfekt, oder? Das könnte wirklich dazu führen, dass es in der Schneehütte ausreichend warm ist, ohne dass wir ein Feuer machen müssen. Wir gucken mal. 67% reparieren. 10 Minuten, mach mal. Das ist echt krass, ne? Die leidet sehr unter den Wettereinflüssen. Minus 3 Grad. Das wiederum reicht, um hier zu schlafen. Mit dem Schlafsack. Und ihr wisst, warum ich das tun muss, ne? Also plus 1,4 Grad. Ich mache das auch wieder stundenweise, weil es einfach besser ist für unseren Zustand insgesamt. Minus 2 Grad, perfekt. Wir könnten natürlich auch einfach mal warten, ne? Oh, super. Das ist wirklich super. Also man hat manchmal echt nicht viel Wahl, ne? Denn Lagerkoller. Ich weiß, vermutlich könnt ihr das nicht mehr hören. Ne? Ich kann das selber nicht mehr hören, aber das ist einfach echt ein Risiko. Warum habe ich denn jetzt nochmal geschlafen? Ich wollte eigentlich warten. Denn wir müssen ja irgendwie auch die Nacht rumkriegen. Und ich muss aber jetzt wirklich mit dem Schlafsack warten, damit ich die Temperatur hier im Auge behalten kann, ne? Die natürlich irgendwann anfängt zu sinken. Und ich werde jetzt hier die Zeit in der Schneehütte möglichst lange ausnutzen. So. Werde mal 2 Stunden warten. 1 Grad. Null Grad. Also wenn es ein bisschen kälter wird, ist mir das ja völlig wurscht. Ne? Das, also so ist das völlig in Ordnung. Nochmal 1 Grad minus. Also klar, das sinkt natürlich jetzt, ne? Aber das ist mir ja erstmal relativ wurscht. Minus 2 Grad. So, und jetzt ist es so, dass ich dann jetzt doch lieber rausgehen würde. 6 Stunden Dunkelheit noch übrig. So, aber jetzt passt wieder ein Kilo Bär. Und den Rest der Nacht können wir jetzt durchaus drinnen verbringen. So, und ich glaube, das ist echt die einzige Möglichkeit, das in etwa im Rahmen zu halten. Mit Lagerkoller und Unterkühlungsrisiko und hast du nicht gesehen. Denn in der Schneehütte sollten eigentlich unsere Klamotten relativ konstant bleiben. Ja, tun sie zumindest jetzt gerade.
Warte mal, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Da ist die Tür. So. Und jetzt versuche ich hier mal, das möglichst hochzustellen. Nur mal gucken, wie viel Dunkelheit noch übrig bleibt. So viel ist es in der Tat gar nicht. Komplett erholt auch gemacht und kein Lagerkollerrisiko. Boah, das ist super. So. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir eventuell die Jacke reparieren müssten. Ne? Ich meine, 30% bringt das, aber ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht warte ich noch 1%. 0,6 Grad. Ich warte noch mal 1%, um sicher zu gehen. Also ich möchte da echt auch nichts verschwenden, ne? Weil die Nähsets sind hier dafür zu rar gesät, als dass ich das jetzt so verwenden. Also ich würde das gerne punktgenau, möglichst punktgenau verwenden. Ich meine, die Jacke macht bei einem Reparaturvorgang 30%. Da bin ich mir aber echt nicht mehr so sicher. Sowas kann ich mir immer total schlecht merken. Ich weiß mittlerweile, dass die Handschuhe 25% bringen. Wobei das bei den Handschuhen natürlich auch anders ist. Weil das immer bei den selbst hergestellten Klamotten immer 30% repariert. Bei den normalen Handschuhen sind es halt 25%. Das weiß ich in etwa. Schön, schön. So, ein Bär passt noch nicht ganz. Weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Kein Lagerkollerrisiko, ne? Ich müsste jetzt eigentlich echt nochmal Wolfspelzmantel probieren, ne? Denn ich würde mit dem echt gerne schnell, wirklich, wirklich schnell vorwärts kommen. Da nicht. Hier ist die Werkbank. So. 1, 2, 3. So. Und ich würde gerne jetzt hier nochmal 2 Stunden. Vielleicht nochmal 2 Stunden. Ich bin jetzt mutig. Wenn wir Lagerkollerrisiko bekommen sollten, können wir das ja immer noch versuchen, irgendwie abzuwenden. Ich mache noch mal eine halbe Stunde. Ich möchte die 20 da vorne weg haben. Ja, 19,95 Stunden und noch mal eine halbe Stunde. Ah, der Wolfspelzmantel, ne? So. Kein Lagerkollerrisiko. Das ist gut. So, das reicht mir aber jetzt auch wieder an Risikofreudigkeit. Guck mal, der Wolfspelzmantel wird langsam schwerer. Hat nur noch 99% Zustand. Eieieiei. Allzu viel Zeit lassen können wir uns damit offensichtlich auch nicht. Ne? Das Zeug wird offensichtlich auch schlecht. Ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Also es nutzt offensichtlich genauso ab wie alles andere auch. So, wie sieht es hier aus? 87%. So, nochmal. Hoppala, hier geht's raus. Nochmal Bär. Ein Bär holen. So, minus 19 Grad. Das wäre wieder eine super Temperatur, um in die Schneehütte zu gehen. Und das ist vielleicht sogar jetzt in naher Zukunft die Vorgehensweise, um den Wolfspelzmantel wirklich fertigstellen zu können. Ne? Dass wir das irgendwie so hinkriegen müssen. Dass wir versuchen, relativ viel Zeit in der Schneehütte zu verbringen. Prozent verwenden, also hier unten verwenden. Minus 3 Grad. So, und ich werde jetzt hier nochmal warten. Ja, wir müssen den Schlafsack irgendwann noch mal reparieren. Ich werde jetzt hier nochmal, ich werde 3 Stunden warten direkt. So. Für sowas ist die Schneehütte natürlich echt total super. Speichervorgang. Durstig, ja. Wasser wird mal wieder zum Problem. Und wir haben nicht mehr wirklich viel Holz, ne? Das ist das Nächste. Also wir können in der Verarbeitungsstation natürlich ein bisschen Holz besorgen. So, ich warte jetzt hier gerade noch zu Ende. 2 Grad. 1 Grad.
0 Grad. Minus 1 Grad. Alles in Ordnung. 2 Stunden warten nochmal. Ja, also wenn wir langsam kalt werden, das ist alles völlig im grünen Bereich. Also auch jetzt so in der Geschwindigkeit. Aber jetzt sollten wir so langsam hier mal raus. Hier nochmal eben ein Stück Bär rausholen. Zack. So, das können wir ruhig noch draußen vor der Tür essen. So, und dann sieht es mit dem Wasser halt schon wieder eng aus. Das wird aber zum Schlafen noch reichen. So. 9 Stunden Dunkelheit. Ja, das wird für 9 Stunden wird das natürlich nicht reichen. Aber so lange werden wir eh nicht schlafen. Und dann müssen wir am Anfang der nächsten Folge direkt schauen, dass wir uns Wasser hergestellt bekommen. Wir werden wahrscheinlich schon Prozente verloren haben. Oh ja, das war knapp. Okay, deswegen machen wir jetzt hier auf Pause und machen hier einen Cut. Also wir haben noch ein paar Stöcke, ne? Alles im grünen Bereich. Wir kriegen das Wasser schon hergestellt. Das soll nicht das Ding sein. Das wäre die erste Amtshandlung der nächsten Folge. Und insgesamt aber, muss ich ja ganz ehrlich sagen, läuft es wirklich gut. Ne? Es läuft wirklich gut. 91 Tage, 6 Stunden, 46 Minuten. Ja, und das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wolfspelzmantel, unter 20 Stunden, unter 19 Stunden sogar. Es wird wirklich. Und wenn wir den Wolfspelzmantel haben, ne, dann wird es nochmal echt ein ganz gutes Stück leichter, weil wir dann einfach temperaturtechnisch viel besser in der Schneehütte zum Beispiel bleiben können, ne, und auch nicht unbedingt den Schlafsack brauchen bei den Temperaturen. Also haben wir nochmal 5 Grad mehr, ne, und ihr habt das ja gesehen jetzt hier, die paar Male, wo wir jetzt die Schneehütte genutzt haben, waren es immer die knapp 4,5 Grad vom Schlafsack, die dazu geführt haben, dass wir da halt temperaturtechnischen Bonus kriegen konnten. Ne? Also dass wir da halt schlafen konnten oder uns ausruhen konnten. Das war schon ganz cool. Und mit dem Wolfspelzmantel wird das nochmal eine ganze Ecke einfacher. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Lizzie auf Interloper in The Long Dark wieder. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.